Am 9. Oktober findet der nächste Vollmond statt. Das Ganze bei uns abends so circa 23 Uhr. Dabei wird die Sonne, die sich im Zeichen Waage aufhält, also genau dem Mond im Zeichen Widder gegenüberstehen. Es ist also die Achse Waage und Widder hier angesprochen auf circa 16 Grad. Ja, und was bedeutet das jetzt für uns, für dich und für mich? Genau das möchte ich dir hier mit diesem Video ganz anschaulich zeigen. Wir schauen uns zusammen das Vollmondhoroskop an und was es über die Energien des Tages des Vollmondes verrät und wie du ganz besonders in diese Energien eintauchen kannst. Hallo und herzlich willkommen zum YouTube-Kanal rund um Astrologie und Spiritualität. Mein Name ist Annette. Was verrät nun das Vollmondhoroskop zum Monat Oktober? Fangen wir doch gleich mal an beim Widdermond selbst. Der Mond wird also am Vollmondtag im Zeichen Widder stehen. Ja, und die Widderenergie, das ist eine eher hitzige, feurige, dynamische, auch zum Teil ungeduldige, mit innerer Unruhe behaftete Qualität. Da kann es schon mal sein, dass die Gemüter ein bisschen schneller hochkochen und es zum Teil vielleicht auch ein bisschen hitziger wird, vielleicht auch hitziger in dir, da hier und da auch mal schneller vielleicht Wut und Frust und Aggression aufkommen können bei dir oder bei anderen. Die Widderenergie hat auch ganz viel mit dem eigenen Körper und mit dem körperlichen Ausdruck, mit Bewegung unter anderem zu tun. Deswegen ist es eine ausgesprochen gute Zeit, Sport zu machen oder vielleicht die Energien zu nutzen, um die Wohnung zu putzen, mal das Auto wieder auf Vordermann zu bringen, um also diese wirklich intensiven, zum Teil auch überschüssigen Energien auf für dich förderliche Art und Weise umzusetzen. Schauen wir auf die Sonne. Die Sonne im Zeichen Waage bekommt Besuch von Venus. Zu jedem Zeichen gibt es auch einen Planeten, der dazu gehört. Und zum Zeichen Waage gehört die Venus. Das heißt, die Herrscherin des Zeichens kommt in ihr eigenes Zeichen, sodass diese Energien nochmal besonders stark im Feld sein werden. Ja, was heißt es? Die Waage-Energie steht ganz viel für Frieden, für Harmonie, für ein friedvolles Miteinander. Das heißt, auch diese Energien werden ganz stark im Feld sein. Du hast vielleicht schon mal was von den kosmischen Gesetzen gehört. Es gibt also Gesetze im Kosmos, im Universum, die für uns alle gelten. Und es gibt unter anderem das kosmische Gesetz von Gleichgewicht und Ausgleich, was letztendlich auch so ein bisschen zu dieser Waage-Energie gehört. Das heißt, das Universum ist bestrebt, alles in Balance zu halten, in Gleichgewicht zu bringen. Und wenn es extreme Energien gibt, dazu ein Gegengewicht sozusagen aufzubauen. Also trotz all der wirklich angsteinflößenden Szenarien, die wir momentan mitbekommen, hören, lesen, vielleicht auch im Freundeskreis an Nachrichten geschickt bekommen, also neben all diesen Szenarien gibt es auch ein Gegengewicht an Energien von Friede, von Liebe und von Harmonie, wie es die Waage-Energie absolut ausdrückt und anzeigt. Und die Frage ist immer, wenn wir verschiedene Energien im Feld haben, worauf richtest du deinen Fokus? Bist du bei all diesen angsteinflößenden Nachrichten, bist du bei all dem, wo es um Streit, um Krieg und Auseinandersetzung geht mit deiner Aufmerksamkeit? Oder richtest du deinen Fokus auf die Energien von Frieden und von ein neues Wir, ein friedvolles Miteinander? Und da ist auch die Frage, wo in dir darf noch etwas in Frieden kommen oder in deinem Leben sozusagen befriedet werden. Spannend ist es auch, bei dem Blick auf ein Horoskop darauf zu achten, wie die Drehgeschwindigkeit bei den einzelnen Planeten aussieht. Denn manchmal ist es so, dass ein Planet sozusagen den Rückwärtsgang einlegt, auf die Bremse tritt und dann gibt es auch wieder einen Tag, wo sich die Drehgeschwindigkeit bzw. die Richtung ändert. Wir sprechen da auch von der sogenannten Rückläufigkeit und dass ein Planet dann aber auch wieder direkt läuft. Wenn du mehr zu der Rückläufigkeit und zu der Bedeutung grundsätzlich erfahren möchtest, auch was das bei den einzelnen Planeten unseres Sonnensystems ausmacht, dann hör doch gerne mal in die Podcast-Episode zu den Astro-News im Monat September hinein. Du findest es hier angezeigt, aber auch als Link nochmal in der Videobeschreibung.
Ja, und es gibt jetzt genau einen Planet, der exakt am Vollmondtag wieder direktläufig wird, also seine Drehbewegung ändert. Und zwar ist das der Planet Pluto. Der war jetzt für längere Zeit rückläufig und am 9.10. dreht er seine Richtung. Pluto ist so das Prinzip der großen, wirklich radikalen Wandlungen, der großen, großen Veränderungen im eigenen Leben, aber auch kollektiv betrachtet. Und wenn jetzt also dieser Pluto wieder direkt läuft, kannst du dir vorstellen, dass diese Veränderungsprozesse, die er ja repräsentiert, also wieder mehr an Fahrt aufnehmen. Und zwar Veränderungen in deinem eigenen Leben, je nachdem, wo Pluto gerade in deinem Horoskop steht, kannst du da genauer hingucken, welche Themen er da anstupst, sozusagen. Pluto kann man nicht übersehen. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um all die Veränderungsprozesse gerade auf unserer Weltenbühne. Wenn du dazu noch mehr wissen möchtest, dann lade ich dich auch hier herzlich ein, in eine Podcast-Episode von mir reinzuhören. Und zwar ist es bei #37 der Fall. Da erzähle ich dir ein bisschen mehr dazu, was das bedeutet, wenn Pluto jetzt wieder direkt läuft, ab Mitte, fast Mitte Oktober. Du findest es irgendwo hier angezeigt, den Link, oder auch wieder in der Videobeschreibung. So, springen wir nochmal zum Mond zurück. Denn der Mond steht nicht nur der Sonne gegenüber, wie es immer so ist am Vollmondtag, sondern der Mond aktiviert auch Chiron. Chiron, das ist so die heilige Wunde, der heilige Schmerz, auch Urwunde genannt oder Achillesferse genannt. Und beim Mond geht es immer darum, etwas zu fühlen. Und wenn Mond jetzt den Chiron aktiviert, geht es darum, wirklich den eigenen Schmerz, die eigene Wunde zu fühlen. Ja, und es liegt oft in der Natur der Sache, dass wir gar nicht immer so scharf drauf sind, emotionalen oder körperlichen Schmerz wirklich zu fühlen und da sein zu lassen. Oftmals wollen Menschen es eher wegdrücken oder sich mit anderen Dingen ablenken. Aber letztendlich geschieht Heilung, indem etwas da sein darf, indem man etwas annimmt. Klingt vielleicht erstmal ein bisschen schräg, aber es ist wirklich so, wenn man den inneren Widerstand fallen lässt, wenn man es annehmen lernt, wenn es da sein darf, dann setzt oftmals die Wandlung von ganz alleine in Gang. Ja, und wenn du überlegst, wie gehst du mit deinen eigenen Chiron-Themen um? Wie ist es bei dir? Was in dir darf in Heilung kommen? Gelingt es dir, das da sein zu lassen, was gerade schmerzt? Kannst du es auch annehmen? Kannst du es akzeptieren, dass es erstmal so ist, wie es ist, ohne in Widerstand zu gehen, ohne dagegen anzukämpfen, ohne es wegdrücken zu wollen? Das ist der erste Schritt zur Heilung. Eva Denk, eine mediale Astrologin, beschreibt Chiron so schön als die Seelenessenz. Also der Grund, weswegen wir überhaupt immer wieder auf Planet Erde inkarnieren, sozusagen. Das heißt, indem der Mond jetzt am Vollmondtag Chiron aktiviert, wird auch deine Seelenessenz aktiviert. Also es wird ja als dieser heilige Schmerz beschrieben, diese Chiron-Themen. Also zum einen geht es um Schmerzen, um Verletzungen, die wir immer wieder erlebt haben, aber zum anderen ist es wie so eine Art Seelendiamant, wie ich es auch gerne bezeichne. Da liegt deine große Gabe enthalten. Machen wir doch mal ein Beispiel. Also es kann sein, dass du Angst hast vor deiner Wut. Aber darin enthalten ist die große Gabe, wirklich mit viel Kraft, mit viel Power, mit großer Lust, was zu initiieren, immer wieder Neues zu starten und neue Wege zu gehen und mutig die eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist die Gabe, die darin enthalten ist. Also wenn wir gerade eingeladen sind, jetzt am Vollmondtag und die Tage vorher und nachher, du darfst es ja immer als Welle verstehen, dann darfst du eintauchen in deine Seelenessenz und was es braucht, damit du dein Licht zeigst, damit du deine Essenz lebst und weiter in Heilung kommst. Ich hoffe, du hast jetzt Ideen bekommen, was der Vollmond für dich bedeuten könnte. Und damit du neue Videos nicht verpasst, abonniere doch jetzt gerne meinen Kanal. Tschüss, alles Gute, bis zum nächsten Mal.